60.000 Kilometer Glasfaserkabel will die Telekom in 2018 verbauen. Wir sind heute in Burgstall in der Gemeinde Burgstetten dabei, wenn der Bagger das erste Mal zubeißt. Verabredet bin ich mit meinem Kollegen Ulrich Wieland. Er ist Ausbauleiter der Maßnahme hier in Burgstall. Uli, wir sind ja heute live dabei, wie jetzt hier der Bagger das erste Mal zubeißt. Wie genau läuft denn so ein Baubeginn ab? Das läuft dann so ab. Wir haben jetzt heute Morgen schon vor Ort mit dem Bauleiter und mit dem Vorarbeiter der Firma Leonard Weiss eine Begehung gehabt, weil bei diesem Vorhaben verschiedene Dinge da sind, wo man explizit besprechen muss, weil wir ein Leerrohrnetz nutzen, ein Flussdünger, dann wieder ein Gemeinderohr. Und diese Punkte, die haben wir explizit begangen und festgelegt, hier ist Rohrnutzung und hier ist Tiefbau. Wir bauen hier eine Glasfaserversorgung für ein sehr kleines Neubaugebiet für 5 Einfamilienhäuser und ein Mehrfamilienhaus. Für das Neubaugebiet verlegen wir insgesamt 4,3 Kilometer Glasfaserkabel. Wer entscheidet eigentlich, was, wann und wie genau gebaut wird? Also entschieden wird es in unserer Planungsstelle. Es hat ein Planer den Auftrag, diese Versorgung, die Glasfaserversorgung für das Neubaugebiet zu planen, der dann auf vorhandene Infrastruktur zurückgreift und dann das komplette Netz dann erweitert bis ins Neubaugebiet. Nach dieser Planung sagen wir der Baufirma, wie schnell sie fertig werden muss. Wir erteilen unserem Auftragnehmer den Auftrag mit einer Terminvorgabe, wann er bis wann er fertig sein muss. Und dann beginnt die Firma mit ihren Genehmigungen einholen von der Kommune, Aufgabegenehmigung, von der Straßenverkehrsbehörde, ihre verkehrsrechtlichen Anordnungen, wo sie einhalten müssen. Und wenn sie die alle haben und die Genehmigungen vorliegen, dann können sie beginnen. Die Anwohner, die interessiert natürlich, wann wird es wieder zugedeckt, wann kann ich wieder uneingeschränkt fahren. Aber dazu muss man halt wissen, dass mit dem Tiefbau noch nicht alles vorbei ist. Es erfolgt noch Rohre einziehen, die müssen verbunden werden. Und so lange, bis das alles, die ganze Gewerke fertig sind, also der Tiefbau, Kabelzug, Kabel einblasen, wenn das fertig ist, dann werden alle Gruben verschlossen. Dauert das dann mehrere Wochen, bis die Anwohner wieder ihren Parkplatz nutzen können? Nein, selbstverständlich nicht. Das können wir den Anwohnern gar nicht zumuten. Wir müssen selbstverständlich, wenn wir Parkplätze belegen durch den Tiefbau oder Tiefgaragen einfahren, legen wir ein Leerrohr rein und verschließen das sofort wieder. Dann ist die Befahrbarkeit für die Anwohner gewährleistet. Mit dem Tiefbau starten zeitgleich im Neubaugebiet Neumühle die ersten Arbeiten. Das ist der angelieferte NVT für das Neubaugebiet hier. Für das Neubaugebiet werde ich hier 12 Fasern einblasen. Und den Standort, wo der aufgebaut wird, den zeige ich dir jetzt. Also hier ist der Kabelschacht. Hier kommen die Speednet-Rohre an. Und in dem Kabelschacht befinden sich auch die Hausanschlüsse von Neubaugebiet Ende auch hier. Und dort wird auch der NVT gesetzt, wo dann die Fasern verbunden werden. Wo kommt das Kabel her? Das Kabel kommt unterirdisch über den Flussdünger und wird dann über diese Trasse bis in den Schacht reingelegt. Dahin ist der Fluss. Genau. Das ist so eine Art Sonderbauweise jetzt, weil das Gebäude nicht unterkellert ist. Somit kommt der Abschlusskasten außen hin, wird dann nachher verschlossen. Und hier kommt dann die Onebox vom Glasfaser, also das Ende hier. Hier über das Pipe, das schon vorverlegt wurde, bauseits. Von der Baufirma haben sie hier eingeführt. Hier blasen wir nachher das Glasfaser-Zuführung ein bis zur Onebox. Und hier wurde dann von Elektrikerseite schon die Glasfaser-Innenleitungen direkt bis in die Wohnung. Und hier sind dann 2 Glasfasern drin. Das andere ist alles zur Stabilität, Zugentlastung. Dann hier sehen wir, haben wir 2 Innenleitungen. Das bedeutet 2 Wohneinheiten. Sind im Gebäude. Also nur damit ich es richtig verstehe, das ist nachher die Versorgung im Haus und das ist die Zuführung, in der Glasfaserkabel liegt, was vom NVT kommt.
Korrekt, ja. Meistens dann baust du es. So, wir verlassen jetzt Burgstetten, wo wir ein kleines Neubaugebiet mit 6 Häusern mit Glasfaser versorgen. Falls euch der Beitrag gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch. Fragen zum Beitrag könnt ihr wie immer loswerden hier unten in den Kommentarfunktionen. Und falls ihr nichts verpassen wollt vom Netzausbau, abonniert doch einfach den Kanal.